Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis. Im Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Oh, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Station, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Rohr. Komm her, Artyom. Okay, hilf mir mal hier hoch. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Schütze! Hey! Ein Spion! Schnappt ihn euch! Ein echter Ninja! Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Scheiße. Eine Kommunistin-Ratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lagen. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Also gewonnen. Da kannst du einen drauf lassen. Das waren nicht einmal Menschen, oder? Irgendwelche Monster? Ja, total Freaks. Pechschwarze Haut, keine Geschlechtsteile. Wie die sich vermehrt haben, was schwarze Augen ohne Weiß. Und wenn dich so einer angestarrt hat, dann war es das. Du bist auf der Stelle vor Schmerz gestorben. Und auf Wiedersehen. Mutanten machen immer Ärger. Nimm Mikael von der Beloruskaya. Da gibt es diesen Pofu, der verknallte sich in eine der Nutten. Fing mit Heiraten und so einer Scheiße an. Vermutlich, um ein paar Freinummern zu bekommen. Und eines Tages tauchte das blöde Mistscheiße an einem unserer Grenzposten auf, um nach Mikael zu suchen. Oder da draußen ist jemand. Tja, sie sah gut aus. Hallo, die Kommunisten sind hier.
nicht hier. Verflixt. Dieser Mistkerl. Schießt, sobald ihr die Kommunisten seht. Zwingt und fertig mit den Kommunisten. Du Schwert! Für Krieg! Ich ergebe mich, hörst du? Ich gebe auf! Sollen die Obermotze es doch auskämpfen, mir reicht's!